Ja, herzlich willkommen hier bei Hansons Parfümlabor mit einem neuen Video. Heute zum Thema Fixative oder wie man in Französisch-Sprech sagt, Fixateure. Das sind Stoffe, die euer Parfüm länger haltbar machen. Die werden also ergänzend zu anderen Rohstoffen eingesetzt, um eine längere Haltbarkeit zu erreichen. Und tatsächlich ist ja das eines der häufigsten Probleme überhaupt beim Parfüm herstellen und gerade für Neulinge, dass man oft zu viele kopfnotenlastige Stoffe verwendet und das Parfüm dann nicht so lange hält. Und oft hat man aber auch nicht die Fantasie, sich zu überlegen, okay, wie könnte ich das jetzt länger haltbar machen? Ganz grob kann man sich an der Duftpyramide orientieren, wenn es darum geht, die Duftstoffe auszuwählen. Also ich sag mal Pi mal Daumen 25% Kopfnoten, 25% Herznoten und 50% Basisnoten. Das ist so eine alte Faustregel, an der man sich ein bisschen orientieren kann. Es gibt auch Leute, die sagen, man orientiert sich, also man drittelt die Formel, also ein Drittel Kopf, Herz und entsprechend Basisnoten. Aber es kommt halt eben tatsächlich darauf an, welche Stoffe man da verwendet. Also es gibt da nicht die generelle Regel. Und oft ist es auch so, ihr habt ein Parfüm schon fertig. Das ist vielleicht nicht schlecht, das hält so halbwegs gut, aber ihr möchtet noch mal ein bisschen mehr Performance reinlegen. Und das ist so für mich ein bisschen der Unterschied zwischen einer Basisnote generell und einem Fixativ, der dann eben die Fähigkeit hat, den Duft insgesamt ein bisschen zu fixieren und zu verlängern. Und ein paar davon möchte ich heute vorstellen. Diese Liste hat irgendwie keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das sind die, die ich jetzt aus meinen Rohstoffen rausgepickt habe, um euch ein paar Möglichkeiten an die Hand zu geben, eben Fixative für euren Duft einzusetzen. So, und wir fangen an mit zwei natürlichen Stoffen aus der, ja, ich sag mal, Familie der Harze. Denn es ist gar nicht so leicht, aus natürlichen Rohstoffen Parfums zu machen, die lange halten. Man ist da leider ein bisschen eingeschränkt, was die Auswahl angeht. Aber einer der am häufigsten verwendetsten natürlichen Fixative ist das Benzoin Siam oder Benzoin Resinoid. Also Resinoid steht für Harz. Und das ist dazu geeignet, ein Parfum zu fixieren. Das benutzt man beispielsweise auch in klassischen Colognes als Fixativ. Dann habt ihr von eurer Formel zum Beispiel 3% von diesem Benzoin drin. Dadurch hält das länger, wenngleich auch ein Eau de Cologne dadurch nicht wie ein normales Parfum hält, weil das soll ja auch gar nicht so lange halten. Das ist ja eher ein Duft, der zur Erfrischung gedacht ist. Was gut ist, also der ist relativ flexibel einsetzbar, ist halt nicht dominant, also der Impact liegt bei circa 30, das heißt, er dominiert euren Duft eben nicht so schnell, sodass ihr dort durchaus auch etwas größere Mengen einsetzen könnt. Es ist, soweit ich weiß, von der IFRA ein bisschen eingeschränkt durch die Zusammensetzung dieses Stoffs. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass man ungefähr 8% davon im Produkt drin haben darf, was ja aber nicht wenig ist, also das reicht. So ein bisschen stärker reglementiert ist hier auch ein Harz, das ist der Tolu Balsam. Der hat eine ganz tolle weich-balsamische Note. Übrigens auch der das Benzoin hat so ein bisschen was Vanilliges auch. Riecht so ein bisschen wie eine dreckige Vanille, aber durchaus im positiven Sinne. Und beim Tolu habt ihr halt auch so eine Balsamik mit drin. Das riecht für mich aber noch ein bisschen spezieller, ein bisschen mystischer, so ein bisschen animalisch auch. Das kann man als Fixativ einsetzen, allerdings ist es begrenzt. Ich kann euch die Zahl nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es waren so um die 1%, vielleicht auch weniger. Also da müsstet ihr dann nochmal im Detail bei der IFRA nachschauen, wie viel ihr davon verwenden dürft. Aber sehr schön, auch für orientalische Düfte natürlich geeignet. So, und dann habe ich noch einen natürlichen, ganz wichtigen Rohstoff. Der ist zwar nicht ganz billig, aber ich würde sagen, immer noch bezahlbar. Und zwar das echte Sandelholz. Das könnt ihr eben auch sehr, sehr gut, also das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, ja, der Naturstoff, der mit am längsten hält. Also ich weiß nicht, ob es der ist, der am allerlängsten hält, aber Sandelholz hat eine sehr, 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 sehr gute
Performance. Also wenn ihr den auf den Duftstreifen tut, dann müsst ihr lange warten, bis der wirklich komplett weg ist. Dementsprechend wird er eben als natürliche Fixativ eingesetzt. In Mainstream-Düften ist natürlich nicht so viel echtes Sandelholz drin, aus Kostengründen. Aber es ist ein Stoff, der noch, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Naturstoffen bezahlbar ist. Also ist günstiger als Rose zum Beispiel. Ihr habt da einen Grammpreis von, ich glaube, 6, 7 Euro, je nachdem, von welcher Quelle ihr das dann bezieht. So, natürlich könnt ihr auch auf synthetische Sachen zurückgreifen. Jetzt speziell aus der Sandelholzfamilie möchte ich euch einmal Sandela ans Herz legen. Sandela hat einen sehr schwachen Impact. Ich glaube, das sind 20 oder so. Es riecht sandelholzartig, aber eben nicht nach Sandelholz. Deswegen, wenn ihr den einsetzt und ihr wolltet speziell eine Sandelholznote haben, müsstet ihr da noch andere Stoffe hinzukombinieren. Aber durch diesen geringen Impact kann man natürlich auch also mehr davon einsetzen, ohne dass es euren Duft dominiert. Also das ist bei oder oft ein Merkmal von Fixativen, dass sie einen relativ geringen Impact haben. Heißt, man kann mehr davon verwenden und die fixative Wirkung ist dementsprechend höher. Denn es handelt sich dabei um große Moleküle, die sich dann auf andere kleine Moleküle, die dann in den Kopf- und Herznoten sind, drauflegen. Und so verhindern die, dass euer Parfüm zu schnell verfliegt. Und das ist eben auch beim Sandela zu. So, das ist eine sehr gute Alternative, wenn ihr halt eben jetzt nicht Moschus, da kommen wir gleich noch dazu, verwenden wollt, synthetischen Moschus und was anderes haben wollt, dann probiert einfach mal Sandela. So, dann haben wir wieder einen Naturstoff, das berühmte Eichenmoos, ein sehr beliebter Stoff, der fester Bestandteil von Chypre- und Fougère-Düften ist, in vielen klassischen orientalischen aber auch eingesetzt wird. Seit einiger Zeit darf der nur noch in sehr, sehr kleinen Mengen eingesetzt werden. Das sind 0,1% im Endprodukt. Aber selbst bei dieser Konzentration hat man schon eine fixative Wirkung. Man muss es wahrscheinlich dann noch mit anderen Fixativen kombinieren, um noch langanhaltender zu werden. Und es gibt aber auch einen Stoff, der ist synthetisch. Und den verwendet man, also das ist das Evanyl oder Veramos, je nachdem von welchem Hersteller ihr das bezieht. Und der riecht jetzt nicht genau nach Eichenmoos, aber er hat halt eben diesen Grundduft. Aber synthetische Stoffe sind ja meistens nicht so komplex wie die Natur. An Eichenmoos kommt sowieso nichts ran, was jetzt die Komplexität betrifft, ne? Also zwar ist es am Anfang so, dass man sich denkt, okay. Aber es ist wirklich ein sehr komplexer Stoff. Wie gesagt, gerade in klassischen Formeln könnt ihr da die Maximalmenge von 0,1% einsetzen und habt dann eben auch schon eine fixative Wirkung. Wenn ihr mehr haben wollt, nutzt ihr eben Evanyl und Veramos. Natürlich nur so viel, dass es euren Duft nicht zu arg dominiert. So, und dann sind wir auch beim synthetischen Moschus. Also heute wird ja fast nur noch synthetischer Moschus verwendet und der riecht meistens auch gar nicht so animalisch, sondern der riecht eher nach menschlicher Haut. Ein ganz berühmter Stoff ist Galaxolide, der hat auch so ein bisschen der riecht so ein bisschen sauber auch, was daran liegt, dass er auf den Waschmitteln verwendet wird. Hat einen Nachteil, er reichert sich in der Umwelt an, deswegen ja, sollte man ihn eigentlich nicht in Produkten verwenden, die im Abfluss landen, auch wenn die Industrie das heute leider noch tut bei Waschmitteln, soweit ich weiß. Und dann gibt es beispielsweise noch Ethylenbrasilat, das ist der andere, also das sind so die beiden am meist verwendeten Stoffe. Von Galaxolide kann man relativ viel in die Formel machen, auch Ethylenbrasilat. Ich glaube, die Empfehlung liegt bei bis zu 10%, aber je nach Formel kann man tatsächlich auch mehr davon verwenden. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Moschusstoffe, auf die gehe ich jetzt aber nicht im Einzelnen ein. Die unterscheiden sich meistens so ein bisschen vom Duft, auch ein bisschen von der Stärke. Bei Ethylenbrasilat und Galaxolide ist es so, dass die eben auch nicht so einen hohen Impact haben, dass sie eigentlich zu fast jedem Duft passen, sich sehr schön einfügen und deswegen als Fixative gut geeignet sind.
So, wenn ihr dann so ein bisschen in die Ambergris-Richtung gehen wollt, dann haben wir natürlich das Ambroxan. Das ist ja in den letzten Jahren auch, ich sag mal, im Mainstream angekommen. Hat diese, ja, ich sag mal, ist so ein Zwischending zwischen einer Ambergris-Note und einer Holzing-Note. Ist natürlich auch nicht so komplex, wie Ambergris das wohl ist. Und was auch noch ganz gut ist, Fixativ 505. Das ist eine Base. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welchem Hersteller. Und die hat eine Note, die soll nach sehr hellem Ambergris riechen. Das ist also eine Mischung aus mehreren Rohstoffen und da reichen schon sehr kleine Mengen, um einen fixativen Effekt zu haben. Wenn ihr die genauen Zahlen wissen wollt, dann guckt doch mal bei The Good Sense Company. Da ist immer auch eine Empfehlung drin von Viz oder auch bei Perfumers World. Da steht auch oft drin, in welchen Dosen man die Sachen normalerweise verwendet. So, was ich euch auch, wenn ihr es nicht überdosiert, als fixativ empfehlen kann, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, dass das sehr gute fixative Eigenschaften hat, ist das Civet. Dadurch, dass das aber nach Scheiße stinkt, seid ihr natürlich in der Anwendung ein wenig begrenzt. Also ich habe jetzt in meinem orientalischen Parfum von der 10-prozentigen etwa 0,5% in die Formel getan, was dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, dass 10% sind es 0,05 und dann muss man es nochmal umrechnen. Aber auf jeden Fall ist es sehr wenig. Trotzdem, als ich diese Dosis mal verdoppelt habe zum Testen, hatte ich eine deutlich bessere Haltbarkeit schon. Also man merkt das tatsächlich. Das ist jetzt das synthetische Civet. Also auch das hat einen positiven fixativen Effekt. Kann man jetzt nicht für alles verwenden, wäre dann tatsächlich eher so im orientalischen Bereich, vielleicht noch bei Chypre-Düften, aber jetzt bei frischen Zitrusdüften sehe ich es eher nicht. So. Dann aus der Familie der Rose könnt ihr beispielsweise Rosalin, Rosone oder Rose Crystals, das ist dreimal ein Synonym für das gleiche Produkt. Also es sind auch Kristalle, die man auflösen muss, die riechen etwas rosenartig, natürlich bei weitem nicht so komplex wie eine echte Rose, aber dann habt ihr eine Möglichkeit, Rosendüfte zu fixieren oder andere Düfte, die so ein bisschen was von Rose haben, dann könntet ihr das ganz gut verwenden. So, und den letzten Stoff, den ich euch heute nennen möchte, weil er oft als fixativ genannt wird, ist das Hedion. Allerdings gilt die fixative Wirkung nicht, wenn man es in den üblichen Mengen einsetzt. Ich habe es selber noch nicht als fixativ eingesetzt, denn also laut Informationen, die man da im Internet findet, ist es ab ca. 35% Anteil in der Formel, also im Konzentrat, als fixativ wirksam. Natürlich kommt das immer auf die Formel insgesamt an. Aber ich habe jetzt noch keinen Duft gemacht, der wirklich so extrem große Mengen Hedion drin hat. Aber man kann das machen bei transparenten Düften, dass man auf Hedion aufbaut und dann ist am Ende in der Formel vielleicht 50 oder 60 oder 70% Hedion drin. Und dann kann man gucken, ob das vielleicht sogar schon ausreicht, als fixierender Stoff. Und ganz wichtig halt bei transparenten Düften. Oft kombiniert man das mit Iso-E-Super oder eben Moschusdüften, synthetischen. Ne, dann habt ihr also quasi einen Akkord aus Hedion, Iso-E-Super und synthetischem Moschus zu gleichen Teilen, je nachdem. Und dann habt ihr auch schon so eine transparente Basis, die euch eine gewisse Haltbarkeit sichert, sage ich jetzt mal. So, eins ist mir aber gerade noch eingefallen. Das möchte ich euch noch zeigen. Genau, das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Das ist das Vertufix Cur. Das ist, soweit ich weiß, jetzt auch kein einzelnes Molekül, sondern auch eine Base. Bin allerdings jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und das ist ein synthetisches Holz. So, jetzt wisst ihr ja, ihr könnt Patchouli, Vetiver in der Formel einsetzen, habt dadurch auch, da das Basisnoten sind, eine gewisse fixierende Wirkung. Allerdings würde ich jetzt sagen, sind es keine Fixative in dem Sinne, zumal sie auch sehr dominant sind und dementsprechend nicht
in allzu großen Mengen eingesetzt werden können. Und das Vertofix Coir riecht eben relativ neutral holzig. Also man kann es deswegen im Grunde mit allen Holznoten kombinieren und hat da eben auch eine fixierende, dann eher holzig trockene, mit holzig trockenem Effekt für euer Parfum. Ja. Ja, das waren jetzt mal ein paar Ideen für Fixative in eurem Duft. Wenn ihr auch gute Erfahrungen gemacht habt mit einzelnen Stoffen, schreibt das gerne in die Kommentare, dann haben alle was davon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.